Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt. Jetzt hätte ich beinahe mit Evil Darkness gesagt, dabei heißt das Spiel Eternal Darkness. So viele verschiedene Spieletitel in meinem Kopf. Das war natürlich jetzt eine Mischung aus Medieval Dynasty und Eternal Darkness. Und wie ihr wisst, Medieval Dynasty hat gerade niedrigste Priorität, weil sich da ständig wieder dran was ändert. Und ich eigentlich Bock auf Morrowind und Eternal Darkness habe. Da würde ich auch mal sagen, gucken wir eben mal schnell hier rein. Wir haben halbe Lebensenergie. Boah, blöd, dass ich da genau da gespeichert habe. Ich hatte nämlich eine Idee, wie wir vielleicht hier in dieser Stelle ohne halbe Lebensenergie sein können. Ich gucke gerade mal, ob wir nicht Audio laden speichern, ob wir einen Spielstand haben. Ja, genau, 2 Minuten vorher. Wo wir vielleicht noch volle Lebensenergie haben und oben hinten im Eck den Gegner noch besiegen müssen. Denn ich habe mir was überlegt, wie wir vielleicht, das habe ich eben schon gesagt, aber ich habe mir was überlegt. Und zwar war meine Überlegung, ich benutze die hier, sodass der mich nicht hauen kann, sondern lediglich seinen Fernkampfangriff machen kann. Und vielleicht schaffe ich es so, ihn zu besiegen. Schauen wir mal, da ist er also mit seiner Rune. Macht hier einen auf King Kong und ich sag einmal Kopf anvisieren. Okay, das funktioniert nicht so gut. Der macht mich jetzt einfach nur diesen Fernkampfangriff. Und ich versuche einfach den Kopf anzugreifen. Das scheint, ich weiß gar nicht, das kann er mich doch schlagen. Der ist vorgekommen. Ah, okay. Okay, gut. Das gelernt. Ich lade nochmal. Ich kann mit dieser Waffe nicht anvisieren. Er greift. Ich habe den Kopf anvisiert und er hat trotzdem immer den Körper getroffen. Oh, ich habe bei meinem großen Bildschirm eine leichte Verzögerung drin. Ich hoffe, dass man das irgendwie... Muss ich mal gucken fürs nächste Mal. Das Problem ist, dass ich die Verzögerung erst kriege, sobald ich die Aufnahmen und den Stream gestartet habe. Naja, gucken wir dann mal zwischen zwei Aufnahmen. Ich gucke jetzt hier auf den anderen Bildschirm, da sehe ich das Bild halt nur ein kleiner. Ich versuche es jetzt nochmal hier anzugreifen, ganz normal. Und nicht zu früh zu schlagen. Das war ja unser Problem, zu früh geschlagen, nicht nah genug rangegangen. Und dann nah genug dran gewesen, als er zugeschlagen hat. Natürlich, jetzt macht er mich jetzt erst mit ihm. Ich habe keine Waffe ausgewählt. Okay. Ich war mir sicher, die Talwas ausgewählt zu haben. Dabei habe ich sie wohl abgewählt. Und kein Problem, einmal nochmal laden. Die Ladeorgie direkt am Anfang der Folge. Naja. Shift happens. Wie jemand den Großbuchstaben auf seinem T-Shirt stehen hat, ein Arbeitskollege, um genau zu sein. Also jetzt habe ich aber die Talwas in der Hand. Ich habe sie gesehen, wie er sie in der Hand hat. Ich greife jetzt an. So, einmal zu ihm. So, oh, da dachte ich, dass er mich nicht trifft. Und jetzt wird er wahrscheinlich nochmal angreifen. Mit Nahkampf oder sowas wollen. Jetzt steht es natürlich ungünstig da. So schön treffen kann. Das ist echt mies. Ja, jetzt kann ich schon wieder laden, weil ich habe nur noch halbe Lebensenergie und das hilft natürlich gar nichts. Also, sprich, ich bin in der gleichen schlechten Situation wie in dem anderen Spielstand. Gehen wir doch mal her und machen den hier. So, ja, heute wiederholen wir die gleiche Szene. Immer und immer und immer wieder. Und täglich grüßt das blaue Vieh, nicht das Murmeltier. So, dann wollen wir nochmal hier. So, ich möchte den Kopf und das ging doch schon viel besser. Ich laufe hier im Kreis rum und mache den dritten Kopf weg. Und da, das war genau das, was ich sehen wollte. Das war, was ich sehen wollte. Er ist drauf gegangen, ohne dass ich überhaupt Lebensenergie verloren habe. Das ist jetzt ein Fall für Speichern. Beziehungsweise vielleicht habe ich minimal was verloren durch die Sanity-Verlust, den er mir zugefügt hat. Aber eben nicht so viel, dass ich nur noch halbe Energie haben sollte. Jetzt sollte ich also auch die beiden Viecher in der anderen Kammer besiegen können. Schauen wir mal nach. Ja, guck dir das mal an. Das ist ja fast voll. Ich weiß, ich könnte den Zauberspruch verwenden, der in dem Amulett gespeichert ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Klingt jetzt so, als wenn das eine dumme Lösung wäre.
das nicht so zu machen, aber ganz ehrlich gesagt halte ich es für intelligenter, die aufzuheben, weil man weiß nicht, was noch kommt. Also hier kommen jetzt die Trapper, die ich abschießen kann. So, nehmen. So, da ich sie noch nicht sehe, laufe ich noch mal ein bisschen. Hat sie ja. Da ist er. Minus 1. Und das war's auch schon. Und damit ist die Rune weg. Und jetzt speichere ich am besten direkt nochmal. Weißt du was? Ich gehe erstmal runter und speichere dann da unten. My dear Alex, I will always be at your side. There are times when insanity takes hold and nothing seems right. During those times, I will help you. Fear not, for I will keep the darkness away. This isn't really happening. So, nochmal die ermunternden oder aufbauenden Worte von Alex' Großvater gesehen, der ihr verspricht, ihr zu helfen, wenn alles aussichtslos erscheint. Ich habe übrigens gestern einen schönen Film über Geister gesehen, so, und hier unten werde ich jetzt speichern. Der heißt Crimson Peak und ist wirklich schön gemacht mit dem Schauspieler von Loki. Toller Film, ist auf Netflix. Hier, wer Netflix hat, eine Schauempfehlung. Und wer weiß, wie man OBS, dieses Vorschaubildschirmchen, in den Fullscreen-Modus bringt, also so, dass das den kompletten Bildschirm ausfüllt, kann das bitte in die Kommentare schreiben oder direkt in den Chat vom Stream. Dann kann ich mir nämlich den Teil, das Ganze übers Netzwerk auf den zweiten Laptop nebendran zu streamen, um das schön groß auf dem Monitor zu haben, sparen. Ich sehe das momentan nämlich nur in dem zweiten, im großen Bildschirm leicht verzögert, was beim Spielen blöd ist. So. Jetzt wählen wir nochmal die Waffen aus. Das war natürlich blöd, dass ich das so gespeichert habe. Wurscht. Also blöd war das, weil ich... Achso, ja klar. Ich kriege erstmal das Ramdao. Das sollte ich dann hier auch verwenden. Wisst ihr was? Ich nehme das jetzt noch nicht mit, sondern ich speichere jetzt nochmal. Dann sparen wir uns beim Laden einiges an Zeugs. So, Hiddleston heißt er genau, der Schauspieler übrigens. Ja, ich habe wie gesagt jetzt hier nur ein winzig kleines Bildschirmchen ohne meinen vollen Monitor, aber mit leichter Verzögerung, was eben immer im Kampf blöd ist und immer dann, wenn es actionreich wird. Also jetzt scheint die Verzögerung weg zu sein, aber ich bin mir sicher, ich probiere es so mit dem großen Bildschirm. So, erstmal hier. Das scheint auch relativ gut zu sein. Weg. Weg. Oh nein. Oh, ich dachte, ich treffe beide. Also der Grund, warum ich immer hier so einen Kreis laufe übrigens, ist, ich hoffe, dass ihr den Regen im Hintergrund nicht hört. Es regnet draußen im Fenster offen, weil es etwas besser ist. Ja, jetzt ruckelt es wieder. Bei der Übertragung, dann machen wir mal so, machen mal ein paar Finalschläge. So. So. Und du bist auch weg. So, Finalschlag und dann gehen wir wieder an den Rand zurück. Weil jetzt ja gleich die nächste WLAN-Gegner zu haben. Gucken wir mal, das sieht ja noch gut aus mit der Dings. Wahrscheinlich können wir jetzt so nicht speichern. Genau, wir können nicht speichern, weil die Finsternis noch naht. Dazu müssten wir erst hier einmal alle Gegner besiegen. Das ist natürlich nicht das große Problem. Muss aber getan werden. So. Oh, riecht das toll. Das riecht so richtig toll. Das hat nicht funktioniert, von wegen Gegnern. So. Da schaue sich das mal einer an, das läuft doch jetzt gut. So, das Problem sind die kleinen Viecher, die einen dann von hinten anfallen. So, ja, und das Schlimme ist, man kann dann die Finalschlag-Animation nicht unterbrechen, obwohl der Finalschlag sinnlos ist. Aber gut,
Wir gehen wieder hier hin und ich genieße gerade diesen Duft, der von draußen reinkommt. Diesen Duft beim Regen, das ist einfach nur angenehm. So, oder dann wollen wir doch mal das mal anders. Es ist, glaube ich, in dem, wo der Zombie mit der Rune kommt. Da ist es dann, wenn wir vorsichtig sein müssen. Von daher kann ich hier noch die Zombies genüsslich zackstücken. So. Oder sind das Mumien? Ich kann das immer nicht richtig erkennen, ob das jetzt irgendwie Mumifizierte sind oder nicht. Und jetzt schaue ich mal und versuche mir den mit der Rune drin zuerst vorzunehmen. Also ihn hier. Und der ist auch der Spawner praktisch genau da, wo wir sind. Das ist gut. Jetzt wechselt natürlich nochmal schon eben die Kameraperspektive, aber. No, das war jetzt irgendwie blöd. Schon wieder, ich bin gerade ziemlich blöd beim Spielen, ganz ehrlich gesagt. Nein, nicht den. Ach, Mist. Naja, gut, dann nehmen wir jetzt. Wieder den falschen Blick angesiedelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die zwei kaum. Ich sehe die so gut gar nicht. Jetzt aber habe ich einen angesiedelt und den zweiten an. Na komm, der steht doch noch. Ich sehe doch noch die Kringelchen unten. So, und jetzt können wir sie alle einmal final schlagen. Ich glaube, das war's endlich. Endlich haben wir diese Stelle geschafft und das Ganze ohne einen Heilzauber zu verwenden. Leute, das ist doch super. So, jetzt kommt hoffentlich nicht noch ein dritter Spawn. Vierter Spawn. Irgendein Spawn. Sondern stattdessen geht die Tür auf. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist für mich natürlich ein Grund zu speichern. Ich habe keinen Bock, den ganzen Kram nochmal machen zu müssen. Ganz ehrlich. So. Gespeichert. Ich gucke wieder auf den großen Monitor, weil es nicht actionreich ist und tatsächlich der große Monitor angenehmer ist. Oh ja, voll. Das ist aber jetzt eine übelste Verzögerung. Nee. Ich gucke auf den kleinen. Ich muss da echt mal gucken. Ich muss da mal googeln, wie ich das OBS-Window maximieren kann. Gut, wir haben jetzt im Endeffekt eine Rune bekommen. Da gucken wir doch gerade mal nach. Runen. Und zwar diese hier, Narakath absorbieren. Das heißt, wir können jetzt selbst absorbieren, Item absorbieren. Und wir haben auch den Spruch, glaube ich, schon gefunden. Erholung, genau. Ist das, war das, das müsste das gewesen sein, oder? Genau. So, was Erholung angeht, die kann ich tatsächlich mal verwenden. Liste der Sprüche, Erholung, die ordnen wir mal zu. In der Stufe 3 Punkt, in diese Erholung nach oben. So, und jetzt können wir nämlich einfach das D-Pad nach oben drücken und sprechen einmal Selbstmord. Nein, selbstverständlich sprechen wir einmal Geistesenergie zurück, wenn wir kriegen. So, weil das Spiel zwar lustig ist mit den verrückten Visionen, aber das ist tatsächlich angenehmer so. So, ich möchte jetzt noch mal eben auf die Karte gucken. Da sind wir, die Karte, und wir sind hier unten. Nee, da war jetzt nichts groß, wir haben nur das Ramdau gekriegt. Ach ja, genau, da war was. Das Ramdau war ja schließlich das, was wir in die eine Tür reinrammen müssen. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, hier war eine Tür. Ist ja mittlerweile eine Aufnahmepause von einem Pro dazwischen. Hier war eine Tür, wenn wir uns das nochmal angucken. Hier mit einem großen Schlitz und dem Ramdau schon abgebildet. Und dem Logo von Xelotaph. Abgesehen davon, ihr habt es bestimmt gerade gehört, ich habe den Controller zur Seite gelegt. Ich nehme mir mein Glas Wasser. Wenn ihr noch nichts zu trinken habt, gleiches Spiel wie immer. Holt euch was. Ansonsten, wenn ihr was habt, Prost. Ich trinke hier momentan übrigens leckeres Wasser aus einem Appleboy-Glas, aus einem Grippen. Und wenn das leer ist, dann wird hier eingefüllt Eistee. Ich sag nicht welcher, ich will hier keine Schleichwerbung machen, aber super leckerer mit Holunderblütengeschmack. Ich liebe ja Holunderblüte, aber jetzt können wir hier. Das hatte ich ja schon vorgelesen, das ist groß genug, um ein großes Schwert einzuführen. Und das machen wir jetzt. Wir führen ein großes Schwert ein. Karim schiebt das Schwert in den Schlitz und stößt auf Widerstand.
Offensichtlich harmoniert diese Magie des Schwertes nicht mit der des Schlosses. Ja, so ist das. Im Haus der Familie Royals war das Ganze noch viel einfacher. Hier muss jetzt die Magie auf einmal mit der des Schlosses harmonieren. Ich würde sagen, wir heilen uns eben mal, denn das können wir noch nicht. Dafür fehlt uns die Ausrichtung Chaturga. Und wir haben hier ein paar Benutzungen noch. So, ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal verwenden, verschwenden wir was. Von daher einmal speichern. So. Da das Spiel linear ist, gibt es nur wenige Gründe, ganz viele Spielstände zu haben. Und typischerweise ist das eher, wenn man eben nicht viel Energie hat, dann unseren Spielstand zu machen. Das war der falsche Knopf. Was machen wir? Wir probieren es mal aus, was passiert, wenn wir das magische Item auf ein bereits gefixtes Item, auf ein nicht kaputtes Item sprechen. Und probieren das mal mit grün, denn an der Tür ist ein grünes Symbol. Sprich, wir laden das Schwert magisch auf. Das würde jetzt übrigens extra Schaden machen. Und zwar, man hat vorher dieses Dings gesehen. Gucken wir mal, grün richtig ist, ob wir die Gegenfarbe nehmen müssen. Nein, grün war richtig. Das Schwert macht jetzt extra Schaden gegen, ich glaube, blaue Gegner. Wir haben, das ist genau das, wo man das sehen soll. Der lädt sich auf, der will explodieren. Oh ja, die laden sich alle auf, die wollen. Die machen hier so ein Blitzschadensding. Und da sieht man, wie sie explodieren, genau, wie sie sich aufladen, um zu explodieren. Da gehen wir natürlich hier und final schlagen den einen noch so. Und schon können wir hier weiter. Da werden wir wieder von dieser Stimme gerufen. Hier geht's nach oben. Trapper. Gegen Trapper haben wir ein einfaches Mittel, wenn ich nicht wieder die Knöpfe verpeile, was ich gerne tue. Nein, das ist der irgendwie nicht allzu schlimm. Ob da noch einer ist. Nö. Aber in der Mitte ist eine rote Statue. Bevor der reagieren kann, gleich erstmal hier plätten. Ein rubinenes Bildnis steht auf dem Sockel in der Mitte des Raumes und wir nehmen es natürlich mit. So, einmal gleich noch hier wieder eine Diebwaffe in die Hand, einfach weil sie kleiner ist. Hier oben ist sonst, das gucken wir direkt auf der Karte an, ist sonst leider nichts, also müssen wir wieder runtergehen und den Gang weiter. So, hier scheint Ende Gelände zu sein. Untersuchen. Die Decke ist auf der Länge des Flures in sich zusammengebrochen. Trümmer liegen auf dem Boden verstreut. Soll Karim über den Schutt klettern? Ja, aber immer doch. Und da sind wir auf der anderen Seite des Schuttes und hören auch schon ein nämliches Vieh, das uns sieht. Und wieder so ein blaues Ding, was uns letztes Mal schon in den Arsch verliert. Aber wir wissen jetzt, der Angriff muss von hinten stattfinden. So. Da war man nicht schnell genug, oder ich war nicht schnell genug. Aber das ist nicht schlimm, das hat schon gereicht. Dass das Ding auf die Knie sinkt und hinüber ist. Tschüss. So. Dann schauen wir mal weiter. Vorher schnell noch die Karte. Ja, hier geht es einfach noch weiter. Und klettern hier die Leiter runter. Okay, hier ist ein... Das sieht aus wie das, wo wir das Buch bekommen haben. Ne? Und hier ist... Der Weg wird durch schmiedeeiserne Tore versperrt. Die Tore besitzen kein sichtbares Schloss. Aber es gibt mit Sicherheit einen Weg, sie zu öffnen. Nun ja, das sieht ja schon aus wie die Hand, wo wir das Buch her haben. Es flüstert auch schon so, ne? Wie...
eine blasphemische Skulptur aus menschlicher Haut und menschlichen Knochen innerhalb dieses Altares sind Knochen zu einem Lesepult angeordnet. Ah, da war ein Punkt dazwischen. Okay. Das auf seine Bestimmung. Und das war ein Komma. Ich sollte lesen immer von dem großen Bildschirm, da erkenne ich Punkt und Komma. Ich lese nochmal von vorne. Eine blasphemische Skulptur aus menschlicher Haut und menschlichen Knochen. Innerhalb dieses Altares sind Knochen zu einem Lesepult angeordnet, das auf seine Bestimmung wartet. Nun ja, die Bestimmung wird ja wohl sein, dass man das Buch drauflegt. Das Problem ist, wir geben jetzt den Tome of Eternal Darkness aus der Hand. Ich hoffe mal, wir kriegen ihn wieder. Weil man kann nur zaubern, solange man das Ding hat. Wir können also jetzt nicht zaubern. So, ich hoffe mal, wir können das Ding einfach nehmen, ohne dass die Tür zu wird. So, wir kriegen es und die Tür bleibt offen. Schnell raus. Gut, also. Oh, jetzt kommen hier Gegner. Gut, okay, wir haben das Andau. Mit denen wir die ziemlich runterschnetzeln können. Und die haben sich gegenseitig. Wenn wir natürlich die Timings nicht hinkriegen, dann schnetzeln die uns auch. Ah, wenn ich auf keinen ziele, dann haut der sogar mehr auf einmal. Das war das, was ich eigentlich machen wollte für die ganze Zeit. Einfach mal den mit dem Schwert durch die Masse schlagen. So. Und da kommen wir schon in die nächsten Kunden. Nein. Nope. Also wir können die ein wenig da war ich zu nah dran, so weg. Da kommt noch einer wieder weg hier. Ja, während so einer Animation kann ich nicht wegrennen, das ist leider nicht möglich. So, da spawnen noch ein Gegner. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nichts Besonderes machen, dass die Gegner nicht respawnen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen einfach nur aushalten. Schließlich spawnen jetzt auch neue Gegner, neue Gegnertypen. Jetzt hat uns einer gekriegt und beißt uns einfach so in den Hals. Ganz dreist. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht zum Zombie. Ehrlich gesagt. Oh ja, das sind die netten Herren. Und natürlich stehe ich scheiße da. Ist ja klar. Weil das wäre ja sonst so einfach. Und da ist einer von denen platt. Den muss ich jetzt erstmal schnell verdingsen, verknusen. Genau. Wen willst du denn bitte schon angreifen? Was machst du, Karin? Zeit zum Zaubern ist, bleibt mir jetzt natürlich auch nicht. Dafür sind die viel zu nah. Das ist natürlich eine schöne Situation, aber nicht so schlimm, weil wir können laden. Ganz ehrlich. So, jetzt zauber ich einfach ganz schnell. Bevor. Puh. Ja, das war zu schnell. Das war immer noch zu schnell. Und jetzt der Grund, warum ich das tun wollte, das zaubern wollte, ist er hier. Aber jetzt haben wir keine andere Wahl. Wir müssen hoffen, dass er es nicht trifft. Denn sonst ist der Zauber, die Ladung ist verbraucht und der Zauber ist grundlos. So. Okay, das. So, die letzte Ladung eben noch einsetzen und dann... Ah, ich depp. Ja, die Ladung ist verbraucht, das habe ich mir gedacht. Ich wollte mich eigentlich nur rumdrehen, um direkt mit dem Chakram... Ja, jetzt kommt er raus, weißt du, wo ich die Waffe gewechselt habe. Naja. Au, 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 au. Das tut aua. Und das war's. Das war dieser welcher. Und wir haben alle Gegner besiegt, die wir besiegen müssen. Das blaue Artefakt. Das ist jetzt natürlich eine andere Stelle. Hier ist schon wieder das
Buch, da kommen wir her, oder? Ich bin gerade wieder zurück. Ja, genau. Ich bin gerade wieder zurückgegangen. Die Kamera hat sich rumgedreht. Hier wohin natürlich. Hierhin. Und hier ist das blaue Artefakt, was wir am Anfang nicht genommen, genommen haben. Die hellblaue Statuette in Form einer Haube schwebt anmutig über dem Sockel. Natürlich soll Karim das Artefakt an sich nehmen. Karim, we will be together forever. Chandra? What? What happened to you? Things change, my dear Karim. But even though my body is ravaged, I await you. Who did this to you? You were gone so long. I gave myself to a nobleman with a jealous mistress. She had me dragged from my bed, and in cruel revenge, flensed with knives. As the last blades were drawn across my body, and my blood cooled upon the floor, she cursed that I would only be with another in death. So much for thinking only of me. I should never have left. I have seen my folly, and have already paid dearly. I see so much more now. In death, I know the true value of the artifact which I asked you to find. And it is not for us to possess. If we are to be together again, you must make a sacrifice. Only when that is complete will we be together. Sacrifice? Why should I do anything for you? You lied to me. Betrayed me. You really don't look so good anymore. You must forget the past. Despite who you are now, you will also become something more, just as I have. But the sacrifice must be made. We must remain here and guard the artifact. Dark things will come to claim it, and you must be strong to keep it from them. Without your sacrifice, the world will fall into eternal darkness. The things I do for love. Ah, und das ist das Schicksal von Karim. Im Tod als Geist muss er mit dem Geist seiner Angebeteten das Artefakt beschützen. Fortsetzung folgt. Die Schlacht wurde siegreich geschlagen, aber der Feldzug gegen die Finsternis tobt weiter in Sanity's Redemption. Wer es glaubt. Ja, wie gesagt, das ist auch eine von den Halluzinationen, denen man sich nicht entziehen kann. Die ich eigentlich sogar am besten finde. Also die, denen man sich nicht entziehen kann, finde ich am besten. Wie gesagt, toll gemacht, das Spiel. So, dann mal weiter. So, ich drehe mich mal wieder rum. Und wir schauen mal, wo wir weiter können. Was haben wir gelernt in dem vorherigen Kapitel? Wir haben neue Zauber gelernt. Und zwar können wir jetzt Erholung und wir wissen, dass wir magisches Item auch auf ein Item anwenden können. Was nicht zerbrochen ist, meine ich damit natürlich. Gut, hier ist jetzt nichts weiter. Außerdem haben wir eine Animation gesehen, dass der Mond sich bewegt hat. Ich gehe mal davon aus, das heißt einfach, es ist Zeit vergangen. Schauen wir mal, gehen wir mal hier entlang. So. Hier ist nichts. Ich suche jetzt nach irgendeiner Stelle, wo wir das neue Wissen anwenden können. Vielleicht hier im da klopft es schon wieder an der Tür. Hier hat sich nichts verändert. Gucken wir mal hier hoch. Nee, das hat sich nicht verändert. Da läuft, außer dass jetzt hier links Blut von der Wand läuft,
hat sich hier im Raum nicht wirklich was verändert. Nun gut, Blut von der Wand laufen ist jetzt nichts, was uns großartig interessiert. Das soll einfach weiterlaufen, während wir weiter das Anwesen durchsuchen. Das Telefon klingelt. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal ran. Ah, ich komme schon. Ich kann ja rennen. Genau. So. Hallo? Das war Opa. Der hat angerufen. Nun gut. Schauen wir mal durch alle Räume. War hier nicht irgendwie so ein... Genau, hier war dasselbe. Ja, wir haben hier ein Schloss, wir haben das Schwert und das Symbol. Dann würde ich sagen, machen wir doch das Gleiche, was wir mit Karim gemacht haben. Das war dann die Liste der Sprüche. Magisches Item. 3 Punkte auf grün, auf unser Schwert. Und dann gucken wir hier nochmal. Genau, ein schmales Schwert würde hineinpassen. Und dann benutzen wir das Gladius doch mal. Und wir können die Tür öffnen. Das ist tatsächlich einfach nur eine Pantry. Und da finden wir ein Gewürzglas mit einem Blatt Papier drin. Und ihr könnt dreimal raten, was dieses Blatt Papier bedeutet. Die Küche ist so leer, wie die Bibliothek reichhaltig ist. Ein Beweis für die Einstellung des Großvaters. Immer lernen und lesen. Ein voller Bauch studiert nicht gern. Und wie man sieht, das Gewürzglas. Ein fest verschlossenes Gewürzglas. Aus dem Glas strömt das schwache, verführerische Aroma arabischer Gewürze. Im Inneren befindet sich ein Stück Papier. Soll Alex das Glas öffnen? Ja klar. Und offensichtlicherweise finden wir hier eine Kapitelseite, nämlich die Kapitelseite Das lauernde Grauen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch die Zwischensequenz an. In the age of darkness has been extinguished. The pillar of flesh has been constructed. The master of chaos, the keeper of the ancients, is long dead. The planets will be in alignment soon. All is prepared for your arrival. I will begin the final incantation that will bring you into our world within days. The next millennium will truly usher in a new age. Your guardians, now prepare the gate. Alex hat die Seite mit dem Kapitel an sich genommen und das Gewürzglas beiseite gelegt. Gut so. Und ich würde sagen, bevor wir das Kapitel lesen, noch eine Kleinigkeit, bevor ich die Folge wirklich beende. Denn wir sind jetzt schon tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Eine Kleinigkeit noch, er hat von einem Pillar of Flesh geredet. Und erinnert ihr euch an das eine Bild? Ich zeig's euch am Anfang der nächsten Folge, bevor wir das Kapitel spielen. Vielleicht erinnert euch ja von selbst schon dran. Oder beziehungsweise in der Wartezeit in der Woche fällt euch ein, was ich meine. Also bis dann. Ciao, miau.